Are you ready? Yeah, I'm ready. Yeah, komm, gib Gas. Traumautos, die man nur ganz selten zu Gesicht bekommt. Der macht echt Spaß. Und du sitzt da ganz locker, ganz easy. Alter, was ist los mit dir? Für die Champions League der Hypercars braucht man richtig Schotter. 1,25. Nein, Hamid. Hamid. 1,25 Millionen. Nein. Es ist die oberste Liga. Und da mitzuspielen, musst du schon gut drauf sein. Luxusautoprofi Hamid Mossadegh hat einen Termin mit Manfred Giesecke. Der Unternehmer handelt auch mit Autos. Hallo Manfred, grüß dich. Hallo Hamid, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Dankeschön. Schmeckt gut. Super. Was kann ich für dich tun, Manfred? Wir möchten uns ein bisschen weiterentwickeln. Du kennst uns ja. Genau. Wir haben ein Portfolio von Fahrzeugen so zwischen 250 und 500.000 Euro. Genau. Heißt, wir möchten in Richtung Supercar, Hypercar gehen. Okay. Und da fehlt uns ein bisschen die Erfahrung, die du hast. Okay. Wir kennen deine Netzwerke selbstverständlich. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du uns da ein bisschen unterstützt. Sehr, sehr gerne. Man kann es Hypercar nennen, man kann es Supercar nennen, man kann es Champions League nennen. Das sind dann die Autos, die absolut limitiert sind, wo die Leute sich drauf bewerben müssen. Wo die Historie passen muss, wo du mehrere Ferraris haben musst und so weiter. Und das in dem Segment reinzukommen, dass Ferrari dich anruft oder McLaren dich anruft und sagt, Sie können so ein Auto bekommen. Das ist ein langer Weg. Meistens über 10, 15 Jahre. Gib mir mal ein bisschen mehr Input. Mache ich gerne. Mhm. Also Vorstellung ist so Richtung Porsche, Ferrari. Okay. Vom Alter her würde ich mich jetzt nicht unbedingt festlegen. Okay. Wie hoch ist denn dein Budget? 1,25 Millionen. Ich wusste, dass du das irgendwann fragen würdest. 1,25 Millionen Euro ist dein Budget? Ja. Okay. Mhm. Dann würde ich jetzt knallhart den Ferrari rausstreichen, weil da sind wir bei den Ferrari bei 2,5 Millionen, bei den Enzo sind wir bei 1,8 bis 2,2 Millionen. Ja. Der fällt schon mal raus. Wir kommen jetzt natürlich in einen Sammlerstatus rein, definitiv. Natürlich, klar. Und da werden auch viele Autos in Asien oder in den USA angeboten. Schließen wir komplett aus. Also No-Go. Keine USA- oder Asien-Importe. Irgendwelche Farben oder irgendwas, wo du sagst, Hamid, das ist ein No-Go, da habe ich schlechte Erfahrungen, da setze ich mich nicht rein, irgendwas? Grelle Farben, orange, gelb, grün, nein. Und bei den 1,25 Millionen Euro, es ist verdammt viel Geld, Manfred. Ist es. Es ist richtig viel Geld, okay. Hast du noch ein bisschen Spielraum? Nein. Ich habe schon ein, zwei Ideen, aber das wird so hart, dass ich dir das Auto für 1,25 abgeben kann, aber... Ich baue da sehr auf dein Verhandlungsgeschick. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich bin gespannt, ich melde mich bei dir. Ich bin auch gespannt, okay, was du haben wirst. Lass dich überraschen. Alles klar. Manfred. Wir sehen vielen uns. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. Ciao. Ciao. Für 1,25, 1,3 Millionen, da wird die Luft sehr dünn. Das ist so eine Summe, da hast du nicht viele Autos. Das ist das Problem. Solche Autos gehen nur über Kontakte. Solche Autos gehen nur über Netzwerk. Solche Autos gehen nur in bestimmten Kreisen rum. Es gibt so bestimmte Kontakte, die du anrufst, und sagst, wenn du mal einen Porsche 918 hast oder wenn du mal einen Senna hast, sag mir mal Bescheid. Und das ist dein Kontakt, der dann das Ganze streut. Und dann weiß innerhalb von einer Woche, weiß jeder, Hamid sucht einen Senna, Hamid sucht einen Porsche 918er. Und dann kommen die WhatsApp, dann kommen die E-Mails und so weiter. Und dann gehst du voran. Zwei Wochen später, 400 Kilometer entfernt in Nordrhein-Westfalen, steht ein Fahrzeug, das passen könnte. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Bochum. Dort schaue ich mir einen Porsche 918er an. Und zwar einen Porsche 918er mit Weißdachpaket und noch dazu Martini Edition. Das ist was ganz Spezielles. Das Auto hat 5.800 Kilometer erst und soll immer noch 1,39 Millionen Euro kosten. Das liegt mal eben satte 140.000 Euro über dem Budget von Auftraggeber Manfred. Wer auf feinste Ware aus Stuttgart steht, ist in diesem Candy Shop goldrichtig. Hamid hat hier ein ganz bestimmtes Exemplar im Visier. Frankie. Hamid. Alles fit? Hi, herzlich willkommen. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Porsche du wieder hier hast. Ich bin aber da wegen deinem auch Porsche. Ja. Allerdings der 918 Spider. Ja. Weißach-Paket. Ja. Das bedeutet ca. 40 Kilo weniger Gewicht.
Genau. Das setzt sich zusammen mit den Magnesiumfelgen? Genau, das sind schon mal 35 Kilo. Wahnsinn. Die diese Felgen, also die Magnesiumfelgen eben leichter sind. Und dann siehst du hier Carbon, das sind nochmal 6 Kilo. Im Innenraum ist Leder durch Alcantara ersetzt. Es wurde ein bisschen geräuschdämmendes Material reduziert und so kommst du eben auf diese 41 Kilo. Und da spielt auch wieder eine Rolle, hat das Auto Weißdachpaket, hat das Auto kein Weißdachpaket. Da liegen circa zurzeit auf dem Markt 200.000 Euro zwischen. Und das sind die Nuancen, worauf du achten musst. Ein Porsche 918 Hybrid, das war die erste Generation, da hat Porsche sich zum ersten Mal herangetraut, im High-Level-Bereich überhaupt an Hybrid zu denken. Dann haben sie einen Ottomotor verbunden mit einem E-Motor. Das Auto hat 886 PS Systemleistung, das ist schon gewaltig, das ist ein Wahnsinn. Das Auto hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 900.000 Euro. Und wenn man jetzt sich die Preisentwicklung anschaut, spricht das für das Auto. Das ist im Porsche-Segment in den letzten 10 Jahren das einzige Auto, was gestiegen ist und was sich kontinuierlich gehalten hat. 918 Autos nur produziert? Genau, richtig. Restlos ausverkauft? Ja. Das Auto ist echt wie neu, ne? Also das Auto hat auch auf keiner Rennstrecke irgendwie jemals ein paar Kilometer zurückgelegt, nichts. Das Auto ist tatsächlich wie neu. Wie alt ist er jetzt? Der ist Baujahr 2015. Ich finde ja gar nichts, bis auf ein paar Steinschläge auf der Windschutzscheibe. Siehst du die hier? Und ich will nicht wissen, was die Windschutzscheibe kostet. Was hat das Auto an Endgeschwindigkeit? 345. 345, ne? Mhm. Und die Räder sind von 2015. Die müssen wir neu machen. Also du beginnst jetzt schon die Preisverhandlungen? Nein, wir analysieren ja. Wir sind ja jetzt gerade dabei, wir unterhalten uns. Wie immer du das auch nennen willst. Auch die Spiegel sind geschützt mit Folie. Jetzt machen wir mal Verdeck auf, weil das ist auch cool. Das ist auch relativ einfach. Ja. Dann mach du das bitte, weil das ist alles Carbon. Pass auf, zweiteilig. Warte, ich helfe dir hier. Vorsicht, die sind hier gesteckt. Genau. So. Wie leicht das ist. Das ist ja, das ist irre. Selbst ich habe ja gar keine Bizeps, aber die sind so erleicht. Das ist unglaublich. Die Inspektion kostet alle 2 Jahre? Ich denke mal, du bist da bei gut 20.000 Euro. 20.000 Euro, okay. Dann Versicherung, was meinst du, pro Jahr? Kommt natürlich auf den Vertrag drauf an. Aber mindestens 15. Genau. Mhm. 15.000 Euro. Ja, so einen 918er zu kaufen ist eine Sache, das zu besitzen ist die zweite Sache. Ich meine, wir haben hier nur ein Wischerblatt. Das kostet überall bei Rewe, bei Edeka, irgendwo, egal wo du es hinbekommst, kostet das 20, 25, 30 Euro. Das Wischerblatt eines 918 Spider. Genau, kostet ca. 600 Euro. Ja. Wenn du dein Getränkehalter, wenn das Ding kaputt geht, 1100 Euro. 1100 hört sich nicht gut, 1100 Euro. Ne? Es ist die oberste Liga und da mitzuspielen, musst du schon gut drauf sein. Dann kannst du einmal anmachen. Das ist schon mega. Kannst aber Gas geben, ganz bisschen, auch wenn er kalt ist. Für ein Hybridauto hört das sich auch noch mega geil an. Probefahrten in diesem Segment sind alles andere als normal. Es geht ja nicht darum, dass du die Technik überprüfst, die Technik funktioniert. Es geht bei dem Fahrzeug eher darum, gehen irgendwelche Lampen an, macht irgendwas, irgendwelche Geräusche, wie schaltet das Auto, merkst du das, spürst du das oder knallt das Auto irgendwo. Denn dann redest du hier echt ab 10.000 Euro Schritten, weil ein Auto für 1,39 Millionen Euro zu verkaufen ist eine Sache, aber danach musst du auch dahinter stehen können und sagen können, es funktioniert alles, es ist alles perfekt. Darf ich eine Runde fahren? Wenn du möchtest, ich fahr mit. Ja, definitiv. Die Bremsen, das ist schon geil, ne? Wenn du elektrisch rausfährst. Das ist schon geil. Das hat was. Ja. Alter Schwede. Das ist schon mega, ne? Du hörst nix, fährst einfach raus. Das ist schon geil. Das Wetter passt. Hey, wir fahren ein Porsche 918er Martini Edition. Das hat man nicht so oft, ne? Nein, das hat man nicht so oft. Das
Und wir dürfen nie vergessen, wir bewegen hier 1,39 Millionen, wolltest du haben, ne? Ja. Ja gut. 1,3 Millionen Euro bewegen wir hier gerade. Ne? Ja, da muss man auch einen, also zum einen so ein bisschen Demut, ja, und zum anderen auch natürlich ein bisschen Ehrfurcht. Ne? Respekt. Und Respekt, klar. Definitiv, weil das Auto ist auch eine Waffe. Noch elektrisch, ne? Ich meine, das ist schon so geil. Das ist so geil. Das Einzige, was mir fehlt, ist mein Drehzahl. Das ist ja aus, ja, weißt du? Ja. Das ist schon. Vor allem, wenn du das erste Mal mit so einem Auto fährst, denkst du dir, ey, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt hier hoch, hier hoch? Ja, dann denkst du dir, komisch, der springt nicht an. Was passiert? Wieso? Absolut, ne? Absolut. Der macht Spaß. Obwohl, mein Sound fehlt mir schon. Ja, natürlich. Ne? Aber da er braucht macht trotzdem Spaß. Ja. So ein Auto braucht auch Sound. Aber es ist trotzdem toll, dass dieses Auto so quasi so zwei Welten miteinander verbindet. Definitiv. Ja? Definitiv. Weil wir fahren jetzt auf die Autobahn und wir sind immer noch elektrisch. Immer noch elektrisch. Das und wir fühlen uns nicht untermotorisiert. Null. Null. Im Gegenteil. Der ist sofort da. Bis zu 25 Kilometer schafft der Spider rein elektrisch. E-Antrieb und Verbrenner leisten insgesamt knapp 900 PS. So, jetzt. Zack ist er da. Das ist so geil. Wow. Mega. Der vordere Elektromotor, also an der Vorderachse, der läuft bis 265 km/h mit. Ja, und genau, dann schaltet er sich aus. Aber mit E ist es nicht mehr. Wir bremsen mal ein bisschen, dass wir es aufladen. Du siehst es hier, wenn du bremst, siehst du ja, hier. Ja, genau, Charge. Genau, dann lädt er das. Genau. Meinst du, die Technik ist in 30 Jahren genauso? Funktioniert die genauso? Also die Batterie muss ja irgendwann mal ausgetauscht werden. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Wo liegt so ein Batteriepreis? Was meinst du? Ich denke bei ca. 100.000 Euro. 100.000 Euro für einen Satz neue Batterie? Ja. Zur Erinnerung, happige 1,39 Millionen Euro soll der Porsche 918 Spider kosten. 140.000 über Hamids Limit. Der erste im Netz, genau das gleiche Auto, mit sogar weniger Kilometer, steht für 1,1 Millionen Euro inseriert. Nicht in Deutschland, aber es ist da. Jetzt ist es aber so, das Auto, deutsche Erstauslieferung, erste Hand, Steuer, Checkheft gepflegt, Service ist frisch gemacht. Okay, ja, das ist sehr gut. Das ist schon mal ein dicker Batzen. Ich sehe den Preis einfach bei dem Auto als fair an. Frank. Ja. Ich sag dir jetzt was, aber wir müssen Freunde bleiben. Da kommt drauf an, was du mir jetzt sagst. Wir müssen echt Freunde bleiben. Ja, sag, jetzt schmeiß mir was zu. Wenn du dich jetzt schon so hinstellst, dann stehe ich mir jetzt auf. 1,25. Nein, Hamid. Hamid. 1,25 Millionen. Nein, das sind 140 weniger. 1,25 Millionen Euro. Nein. Dann wäre das Auto voll im Rennen. Wir können ja gleich gerne noch einen Kaffee trinken gehen, aber also, auf den Preis kann ich nicht mitgehen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ja, wir lass bleiben Freunde. Wir ja, dann bleiben lass Freunde Kaffee trinken. Komm, das, genau. Ja, dann ist es tut so. Mir leid. Also, dann bleibt wie er hier. Gesagt, letztes Wort 1,35. Nein, nein, dann ist er raus. Nein. Dann muss er hier bleiben. Ja, das hat jetzt leider nicht geklappt. Der 918er wird hier bleiben müssen. Passt nicht in mein Budget rein. Ich hätte ihn gerne mit in die engere Auswahl genommen. Aber wir müssen passen, wir müssen weitersuchen. Einige Wochen später bekommt Hamid einen extrem seltenen Koenigsegg CCX angeboten. Auch das schwedische Hypercar ist kein Schnäppchen. Das Auto hat ca. 700.000 Euro neu gekostet, ist 14 Jahre später, 11.000 Kilometer weiter, ca. das doppelte Wert. Also mehr limitiert geht nicht. Es gab nur 20 Stück. Hamids Problem? Mit rund 1,4 Millionen Euro liegt auch der Koenigsegg weit über Budget. Doch Hamid ist zuversichtlich, den Preis zu drücken. Entscheidend, der CCX passt perfekt in das Beuteschema von Auftraggeber Manfred. Markus. Rein. Grüß dich. Hamid, grüß alles dich. Alles gut? Schön, dass du da bist. Vielen Dank, danke dir. Alles wunderbar. Ist immer wieder schön, ne? Das ist ja Wahnsinn. Du bist wieder so genial aufgestellt. Das ist ja irre. Ich denke, es ist für jeden was dabei, oder? Definitiv. Es sind hier so viele Autos. Ich würde sagen, wer hier autoverrückt ist, würde sich überall hier reinsetzen wollen, alles fahren wollen. Aber ich bin heute da wegen deinem Koenigsegg. Mhm. CCX. Genau. In schwarz. Da vorne ist er. 806 PS. Richtig.
Sollen wir uns den mal anschauen? 920 Newtonmeter. Lass uns den anschauen, lass uns runter. Ja, klar. Komm, von oben sieht der schon mal cool aus. Hat sie ihn auch schon aufgemacht? Mein Gott, das ist schon ein super Anblick, ne? Das ist Wahnsinn, das ist echt. 20 Stück nur produziert. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist, es gibt nur 20 Autos. Alleine, wenn du hier vorstehst. Es ist schon cool, geil, ne? Es ist echt schon geil. Der Königsegg CCX ist nicht nur extrem selten, sondern auch ein technisches Sahneschnittchen. Das Chassis besteht aus teurem und leichtem Carbon. Das senkt das Fahrzeuggewicht auf unter 1,3 Tonnen. In der Mittelmotorrakete tobt ein aufgeladener Achtzylinder. Das Ergebnis 806 PS und ein Topspeed von fast 400 km/h. Der Kenner weiß sofort, was das für ein Auto ist, finde ich. Aber dass dieses Auto weit über 1 Million Euro gehandelt wird, dann noch mal zusätzlich nur 20 Mal produziert wurde, weltweit, bei ca. 7 Milliarden Menschen, 20 haben die Ehre gehabt, das Auto zu bekommen. Ist sehr überschaubar, ne? Das war ja sozusagen die Revolution. Hier haben sie einen eigenständigen Motor entwickelt, damit die auch in Amerika die Zulassung bekommen. Genau. Die Motorhaube aufmachen ist ein Genuss. Und vor allem, du siehst hier alles. So, den ganzen Deckel hoch. Alter Schwede. Und der braucht auch mega Dämpfer. So, und hier hast du dein Herzschnitt, ne? Das ist ja Wahnsinn. Genau, das ist der 4,7 Liter V8 Twin Kompressor, 806 PS. Genau. 920 Newtonmeter. Und was ich sehr cool finde, hier kannst du die Reifen schön prüfen. Und da sehe ich, dass die Reifen demnächst fertig sind. Ne? Ja, die Reifen machen wir auch noch vor der Auslieferung, machen wir die noch neu, dass man frisches Gummi hat und da maximale Sicherheit. Was kostet ein Motor, wenn es erneuert werden muss? Was meinst du? Haben wir zum Glück noch nie gehabt. Nein, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Alleine diese Tür, das ist ganz großes Kino für jeden Autoliebhaber. Also die Tür, hast hier einen Knopf, zack. Und du musst immer aufpassen auf Bordstein. Ja, ne? Da gewöhnt man sich schnell dran, dass man die Körper im Kopf hat. So, und hier ist es auch genau beschriftet. Genau, Achtung, bisschen Platz lassen. Ich schaue mir die Windschutzscheibe bewusst an, weil die kostet sage und schreibe 10.000 Euro, wenn du die änderst, wenn du die neu machen musst. Ja. 10.000 Euro. Ja. So, brauchst du auch nicht zu Carglass fahren oder sonst irgendwo, da musst du hierher kommen. Ja, das machen wir besser, ja. 10.000 Euro, das ist ein Dacia Duster, den du vorne fährst. Na? Kann man auch so umlegen, ja. So, und ansonsten siehst du auch, wie hauchdünn das Auto lackiert ist. Genau, man sieht die Carbonstruktur noch durch den Lack. Der ist so ein bisschen eingefallen. Ne? Dadurch sieht man auch, dass das Original ist. Ne? Genau, das ist echt. Und auch vorne hat er ein paar kleine Steinschläge, aber ist halt auch original belassen. Ne? Wie viel Kilometer hat er jetzt genau? Ja, knapp 11.000 hat er. 11.000 Kilometer. Wann war der letzte Service? Den haben wir durchgeführt Ende 2019. Wurde der Service durchgeführt, sodass man da jetzt auf jeden Fall erstmal Ruhe hat. 2 Jahre oder ein Jahr? Man sollte einmal im Jahr zum Service kommen. Das Auto fährt fast 400. Ich finde, da ist es im eigenen Interesse, dass der nicht 2 oder 3 Jahre lang rumsteht oder rumfährt, ohne dass ein Techniker drüber guckt. Klar. Ein 14 Jahre alter Königsegg mit knapp 11.000 Kilometern. Da schaut Hamid ganz genau hin, denn jeder Kratzer oder Steinschlag kann gewaltige Kosten verursachen. Ich muss sagen, das Auto ist absolut neuwertig. Das Auto hat nichts, auch die Carbon-Schalensitze und so weiter. Darf ich mal reinsetzen? Gerne. Ich versuche mal reinzukommen. Mach das. Also zuerst immer hier mit einem Bein. Richtig, genau, das ist die beste Technik. So, wenn du Spagat kannst, bist du sehr gut, weil dann das brauchst du. Dann geht's ganz einfach. Genau. Und dann bist du drin. Genau, schon ist man drin. Alter Spede. Und jetzt bist du in einem Käfig. Ne? Ja, aber man hat trotzdem noch ein gutes Raumgefühl und genügend Platz. Ne, das ist wie beim DTM sozusagen? Ja, der hat nicht die sequentielle Schaltung, sondern der hat eine normale Haarschaltung. Ja, ja. Und du musst also durch die Gassen durch. Ne? So, und dann ist es ja irre spannend, wie man so ein Auto anbekommt. Mhm. Zunächst einmal haben wir so einen Schlüssel. Das gibt es bei keinem anderen Autohersteller. Mhm. So ein Klopper. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist 925er Sterling Silber. Ja. Was kostet so ein Schlüssel, wenn ich es nachbestelle? Es ist wieder ein halber Dacia. Also 5 Mille. Nein, nicht ganz. Ja, ja, okay. Aber kostet richtig Geld. Ja. Komm, lass uns jetzt fahren. Ja, okay. Komm. Der Käufer
Käufer Markus greift selbst ins Steuer. Nur so ist der über 1 Million Euro teure Wagen versichert. Mehr auf der Straße geht nicht, ne? Nee. Das ist schon krass. Der ist auch irre laut. Ja, ja, der ist halt total mechanisch, brutal, also so roh und wild. Das ist einfach ein richtiges Männerauto, ne? Ja. Alter Schwede. Das ist krass. Das ist cool, das, ne? Ist krass. Wie er dich reindrückt, das ist ja Wahnsinn. Boah. Der V8 mit 2 Kompressoren gibt einem ordentlich auf die Ohren. Erst recht bei geöffnetem Dach. Aber diese PS-Zahl und diese Geschwindigkeit und so weiter, das spürt man schon richtig, wenn er. Ja. Denk dran, dass ich kein Beifahrer-Airbag hab, Mann. Ja, ich weiß, alles gut. Alles gut. Krass. Man kann ihn auch ganz ruhig fahren. Der ist nicht so bretthart, wie man es erwartet, oder? Nein, null. Also, er hat wirklich auch einen Restkomfort. Ja, du fährst ihn jetzt im 4. Gang bis jetzt. Ja, 4. Ja. 4. Gang, 45 km/h. Wir fahren ganz easy. Wie ist der Vorbesitzer gewesen? Wie ist er mit dem Auto umgegangen? Also, war da viel auf der Strecke, oder? Das ist ein Sammler, der hat insgesamt 4 Königlichs. Ah, okay. Das war so einer von 4. Und warum soll der hier jetzt weg? Der bekommt jetzt bald seinen nächsten. Und, den 9. Ja. Und ja, sagt halt ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch an so einem Auto mal was verdienen kann, dann nehme ich das auch mal mit. Ja, klar. Ja, klar. Ready? Are you ready? Ja, ich bin ready. Ja, komm, gib Gas. Du kannst das ganze Power gar nicht so richtig ausnutzen, nee, oder? Nee, nee, nee. Also Wahnsinn. Kann man normalerweise schon, aber jetzt gerade. Ja, aber es ist trotzdem, musst du das beherrschen können. Es gehört viel Disziplin auch dabei. Ja. Disziplin braucht Hamid auch bei der Preisverhandlung. Der Wagen wäre ein passender Kandidat für Manfred, doch der CCX liegt 100.000 Euro über Budget. Das Auto kostet 1,35 Millionen Euro. Und ganz kurz. 1,35 Millionen Euro. Genau. 14 Jahre später. Ja. 11.000 Kilometer weiter. Genau. Okay, erzähl weiter. Und ich kann dir halt anbieten, dass wir den Service noch mal aktualisieren, sodass du dann wirklich auch schon mal 12 Monate Ruhe hast. Genau. Die Reifen machst du auch? Die Reifen erneuern wir alle 4, genau. Mhm. Okay. Ich kann dir also für das Auto eine Werksgarantie geben, okay, weil das ein Certified Legend ist. Also okay. Das Fahrzeug wurde immer bei Koenigsegg gewartet. Okay. Die kostet 50.000 Euro, die Garantie. 50.000 Euro? Mhm. Ich würde dir anbieten, diese Garantie bei dem Preis mit einzuschließen. Okay, 50.000 Euro für 2 Jahre. Nein, ist kein Schnäppchen, alles andere als ein Schnäppchen. Hört sich erstmal viel an, aber wenn was passiert, lohnt sich das. Es ist echt ein wunderschönes Auto. Ja. Die Farbe ist super, es ist stimmig, es ist alles gut. Ich würde für das Auto inklusive Garantie, inklusive Service, 4 neue Räder. Jetzt kommt es. 1,2. Ja. Nee, aber da kommen wir nicht klar. 1,2 Millionen Euro für ein 14 Jahre altes Auto. Ja, wenn er 16 Jahre alt ist, dann kostet er 1,6. Also der wird nicht billiger, der wird teurer. Das ist wie mit einem Enzo oder einem LaFerrari oder einem GTO. Und das ist mit den Koenigsegg Historical Cars ist es genau das Gleiche. Die gehen nur einen Weg und der geht hoch. Markus, du sagst 1,35, ich sage 1,2. Wie viel kommst du mir entgegen? Ich würde wahrscheinlich dir noch mal, einfach für dein Gefühl, würde ich dir noch mal einen Schnaps entgegenkommen. Ja. Aber ich sag mal, auf 1,32 würde ich noch abrunden. Damit ist aber dann wirklich die Luft raus und alle Hosen runtergelassen.
Kannst du mir keinen Zweiter vorgeben? Nein. Du kannst jetzt einschlagen. 1,32. Dann gehen wir auf das nächste Geschäft. Dann, tut mir leid, dann muss ich passen. Dann tut's mir leid. Markus, das kann nicht dein Ernst sein. Ich komme extra aus Hamburg nach Aachen. Ja, hallo. Ja, hallo nach Aachen. Die schöne Kaiserstadt, die muss Hamburg gesehen haben. Wir haben uns nicht geeinigt. Das wird jetzt echt eng. Manfred hat eine klare Linie und jetzt sind wir hier auch raus. Jetzt wird's echt eng. Ein knapper Monat später. Hamid bekommt einen McLaren Senna zum Kauf angeboten, den es so angeblich kein zweites Mal auf der Welt gibt. Den muss er sich sofort vorknöpfen. Also jetzt bin ich auf dem Weg nach Düsseldorf, schaue mir den McLaren Senna an. Es wurden nur 500 Autos produziert. Dieses Auto ist die Fahrgestell Nummer 1. Das heißt, es ist was ganz Spezielles. Es ist ein Neuwagen für 1,3 Millionen Euro, ca. 400.000 Euro über Listenpreis. Ist er, auch wenn der Fahrgestell Nummer 1 ist, noch zu teuer. Daher, der Preis muss definitiv runter. Und da werde ich jetzt hinfahren und gucken, was auf mich zukommt. 50.000 Euro liegt das Auto über Budget. Doch ein Hypercar mit Fahrgestell Nummer 1 ist selbst für Hamid nicht alltäglich. Martin, grüß dich. Hamid, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Alles gut bei dir? Danke, ich hoffe bei dir auch. Ja, ich bin hier wegen einem McLaren Senna. Natürlich ist es gut bei mir. Ja. Also, 800 PS, 800 Newtonmeter, 800 Kilo. Anpressdruck. Und nur 500 Mal produziert. Ganz genau. Und jetzt setze ich noch einen rauf. Fahrgestell Nummer 1. Richtig. Das ist irre, das ist irre. Also ich erlebe so viel, aber Fahrgestell Nummer 1, das ist das erste Auto. Das ist doch krass. Ja, man muss immer an die Geschichte denken. Das ist quasi das Vorserienauto, bevor die Fahrzeuge produziert wurden. Okay. 2018 wurde es vorgestellt in Genf. Okay. Und genau das Auto steht gerade vor dir. Der Wagen wurde nach Formel-1-Legende Ayrton Senna benannt und gehört zur sogenannten Ultimate Series. So heißt bei McLaren die Sparte der extremsten Hypercars. Der Senna ist so begehrt, dass alle 500 Exemplare des Flügelmonsters bereits vor der Premiere ausverkauft waren. Das ist der Senna mit der Nummer 1. Das ist der Senna, der die Weltpremiere sozusagen hatte. Auf jedem Messestand, und zwar Genf, Detroit, auf die ganz großen Messen stand dieses Auto. General überholt danach, nie bewegt. Für jeden Sammler ein Muss. Kilometer hatte er nicht. Nee, genau. 17 Werkskilometer. Darf ich aufmachen? Bitte gerne. Super. Alter Schwede, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon krass. Das ist schon Wahnsinn. Und vor allem mit einem Gorilla-Glas hier, um Gewicht zu sparen, richtig? Richtig, genau. Ja. Und du kannst immer auf die Straße gucken und es gibt dir das Gefühl, dass du mehr Sicht hast. Das ist komisch. Genau, das Raumgefühl im Auto selbst wird halt extrem vergrößert. Absolut. Wenn wir schon bei den Türen sind, ist aber die größte Krankheit bei McLaren das hier. Guck mal, ich kann hier durchgreifen. Ja. Okay? Das heißt, ganze Dreck, Schmutz, alles, was du auf der Straße erleben kannst, Teer, kommt hier rein. Und das Ganze ist hier aus Carbon. Aus Carbon. Und dann noch matt. Verzeiht dir nicht ein Fehler. Genau. Selbst bei einem niegelnagelneuen Auto sehen wir hier minimale Spuren. Ich mach mal erstmal zu, wir schauen uns das gute Stück erstmal von außen an. Sehr gerne. Okay? Du guckst immer so auf meine Finger, ne? Wo ich meine Finger aufsetze, wegen Fingerabdrücke, ne? Zum Beispiel. Ich sehe das immer. Ich sehe das immer, du guckst immer. Aber Entschuldigung, ich mach's auch gleich wieder weg. Okay? Kein Problem. So. Weißt du, was ich an dem McLaren so gut finde? Nein. Du hast zwei Theken. Ja, je nachdem, wie groß du bist. Ja. Ne? Einmal hier eine Pommes-Theke und einmal hier oben eine Pommes-Theke. Das ist schon geil. Ne? Aber es ist schon gewaltig, wenn du hier hinter stehst. Und ich finde es immer wieder cool. Egal, was man hier sich anschaut, es ist Aerodynamik. Es ist alles aus Carbon. Ja. Boah, das ist irre. Es ist einfach irre. Und die Tür, die geht wie so McLaren-typisch. Ist ja keine klassische Flügeltür, was so nach oben aufgeht. Genau. Ne? Und die Sitze. Jetzt stehen wir mal vor diese Sitze. Haben einen Aufpreis mit einer S-Aufschrift drin, von auch sage und schreibe ca. 6.000 Euro. Genau. Aber wiegen nur 3,8 Kilo. 3,8 Kilo für einen Sitz. Normalerweise ein voll elektronischer Sitz von Ferrari mit Massagefunktion, Memory-Funktion, Belüftung und so weiter liegt ungefähr bei 20 Kilo, 25 Kilo. Das ist schon krass. 3,8 Kilo für einen Sitz. Pack das Auto mal auf Race-Modus. Gerne. Dann ist das Auto erst richtig
sozusagen. Könnte laut werden, ich muss den Wagen dafür ja anmachen. Musst du anschmeißen? Ja. Da stelle ich mich mal hinten an. Aber gerne. Jetzt gehen wir im Race-Modus und jetzt können wir sehen, wie das Auto so richtig runterkommt. Und jetzt wirkt das Auto schon ganz, ganz anders. Darf ich Ihnen die Tür aufmachen? Aber sehr gerne. Jetzt ist er im Race-Modus. Das heißt, so kannst du ihn auch tatsächlich nur auf der Rennstrecke fahren. Weil auf jede normale Straße kommst du hier überall ran und beschädigst das Auto. Zack. Es ist echt mega gemütlich, wenn du dich reinsetzt. Du fühlst dich sicher. Das Geile ist auch, das ist ein echt Flugzeugcharakter. Du kannst hier oben das Auto starten und du machst hier oben deine Türen auf. Genau. Das ist schon geil. Ja. Worüber soll ich mit dir noch sprechen? Das Auto ist neu. Wir haben hier die Fahrgestellnummer 1. Wir haben hier 800 PS. Wir haben 800 Newtonmeter. Darf ich eine Runde damit fahren? Du darfst das ausnahmsweise heute mal machen. Mega. Dann lass uns los. Siehst du, wie hart der ist? Alter Schwede, das ist ja richtig, das ist Wahnsinn. Wir fahren hier nur durchschnittlich 40 km/h, 50 km/h, aber ich schwitze. Mit seinem V8 Biturbo stürmt der McLaren in 6,8 Sekunden auf 200. Spitze 335 km/h. Siehst du, wie er dann Luft saugt? Genau, das ist das ganz Besondere mit der Option oben für den Schnorchel. Mit der Luftputze, da hörst du wirklich die ganze Zeit, wie der Motor auf Zwangsbahn. Das ist echt Wahnsinn, ja. Mein Gott. Und du bist ja immer noch im Komfortmodus unterwegs. Ich bin immer noch im Komfortmodus. Weißt du was, wir gehen jetzt mal in den Sportmodus. Dann sowohl Handling als auch Performance am besten einmal auf Sport. Zack, zack. Boah, wer ist sofort da? Alter Schwede. Alter Schwede. Jetzt bist du mal bereit? Ich bin bereit. Alter Schwede. Ja. Oh mein Gott. Das ist krass. Das ist krass. Der macht echt Spaß. Und du sitzt da ganz locker, ganz easy. Alter, was ist los mit dir? Ja, ich bin emotional wahrscheinlich so gerührt, dass ich gar nicht weiß, wo ich hin soll mit meinen Gefühlen. Ja, mega, Martin. 1,3 Millionen Euro. Packen wir die einen, nimmst du mit. Damit liegt der Senna allerdings 50.000 Euro über Limit. Denn für Hamids Auftraggeber Manfred ist bei 1,25 Millionen definitiv Schluss. Hamid muss also bei der Preisverhandlung clever sein, um an den McLaren zu kommen. Das Auto hat also 922.000 Euro Listenpreis gehabt. Ja. Vor? Vor zwei Jahren, vor zwei. Anderthalb, zwei Jahren. Und jetzt verlangst du? 1,3 Millionen. 1,3 Millionen Euro. Aber erklär mir mal, warum. Ja, im Endeffekt muss man immer dran denken, es ist die Nummer 1, das ist das erste Auto, was gebaut wurde. Es ist ein Neuwagen ohne Zulassung, 17 Werkskilometer. Punkt. Das war's. Das war's. Das kostet so schlappe 350.000 Euro. Genau. Also ist für eine Wertanlage ja definitiv das Argument für ein Auto. Du hast recht, das ist ein spezielles Auto, alles gut. Aber die Ausstattung ist sehr mager. Mhm. Das Einzige, womit du hier punkten kannst, ist Fahrgestell Nummer 1. Mhm. 1,3 Millionen Euro kommen wir nicht zusammen. Okay. Okay. Jetzt nenn mir einen Preis, wo ich jetzt einfach sage, okay Martin, ich nehme das Auto und ich gehe hier raus. Das wären die 1,3 Millionen. Nein, das ist zu viel. Das zahle ich nicht. Also das, was ich wirklich machen kann in dem Moment, wären dann 1,25. Und dann kannst du den mitnehmen. Du kommst mir 50.000 Euro entgegen. Genau, ein Riesensprung. Ich gebe dir jetzt ein Angebot von mir und darüber kaufe ich es nicht. Okay. 1,2 Millionen Euro glatt. Ja oder nein? Ja. 1,2 Millionen. Alles klar. Danke dir, Martin. Gerne.
Eine Woche später. Hamid hat den Wagen auf eigene Kosten zu Auftraggeber Manfred transportieren lassen. Aber gekauft ist er noch nicht. Platz der Deal geht der McLaren zurück. Darf ich abdecken? Ja, deck mal ab. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt. Also, wow. Alleine so ein Anblick jetzt. Wow. Und jetzt geht's weiter. Hamid, ein unfassbares Auto. Alleine, wenn du dir das Ganze hier anschaust, das ist schon genial. Ja. Das ist echt schon Wahnsinn. Die Farbgebung, wie heißt die Farbe? Victory Grey. Okay, also von Grau sehe ich jetzt nicht so viel. Fahrgestell Nummer 1. Wo sehe ich das mit der Nummer 1? Da vorne ist eine Plakette. Mhm. Hier. Oh ja. Setz dich mal rein. Ja, mache ich. Gib mir bitte mal den Schlüssel. Ich lass ihn mal an. Willst du zumachen? Ja, ich mach mal zu. Okay. Boah. Genialer Sound. Geil, ne? Wow. Und gerade auch, wenn du drin sitzt, spürst du deinen Sound. Von außen sowieso. Genial. Ist ein Mega-Auto. Ja. Na? Hamid, super. Bist du dabei? Ich bin dabei. Vielen Dank. Vielen Dank, Manfred. Vielen Dank.